So, wollen wir die Waffe trotzdem nochmal ausrüsten? Wir waren nur noch 6 Schuss, ne? Wahrscheinlich müssen wir dann auch wirklich ausweichen, wenn jetzt mal jemand kommt. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt endlich raus sind, ey. Oh, was eine Folge, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, super. Das haben wir geschafft, das ist schon mal gut. Oh, Verbände. Sehr gut, sehr gut. Die kann ich jetzt gebrauchen. Oh, ich bin wieder grün. Sehr gut. So, jetzt würde ich ja wieder in meine Dimension gespült werden, aber... Also wir könnten ja das Portal dann nutzen. Obwohl, warte mal, das ist gar keine schlechte Idee. Da können wir nochmal speichern. Oh, alter Schwede, ey, war das. Das war ja. Das Portal hier ist weg. Nee, da ist es noch. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist ja. Mann, 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 ey, Freunde, das ist, war ja ein richtiger Krampf. Nur mal gut, dass wir das Feuerzeug noch mit hatten. Siehst du, ich hab da gesagt, das brauchen wir irgendwann mal. Schallplatte. Danke. Dann können wir speichern. Mal alles überschreiben hier. Super. Gehen wir mal wieder zurück. So, und dann gehen wir hier mal durch. Ah, toll, ja, auch keine Munition, nichts. Mann, Mann, Mann. 7 Schuss noch. Boah, der Mond scheint aber helle. Nur Zombies da sind, würde ich jetzt erstmal nur mit dem Messer agieren. Wo geht's denn hier hin? Ah, jetzt sind wir hier. Sehr gut. Nehmen. Ach, wir haben sogar noch eine. So, super. Hat das auch gemacht? So, wie müssen wir die denn jetzt anordnen? Aber wir gucken erstmal, wir hebeln erstmal. Sieht nach einem komplexen Gerät aus. Ich frage mich, wozu es gut ist. Von der anderen Seite, deswegen geht es da auch nicht raus. Genau, das ist eine komplexe Maschine, das ist auch alles richtig. Oder muss er die Dinger selber drehen? Sagen, wozu das da ist. Das öffnet die Türen, aber warum macht sie jetzt hier nichts? Hm, okay. Gehen wir nochmal kurz zurück. Vielleicht muss er da noch irgendwas einsammeln oder so? Ja, später, später.
Okay. Oh, der hat einen überlebt. Das ist ja richtig geil. So, wir haben keine Munition mehr. Reload. Okay, hat sich aufgelöst, sehr gut. Oh, das war ein Krampf. But who the hell are you? Everyone I've encountered so far in this godforsaken place has tried to kill me. I'm Alicia. I don't even know where to begin. I don't know how I got here. Someone brought me to this place while I was unconscious. I've been trying to fight my way out. I think these people, they have my daughter. It's like a cult, I think. They're all crazy. Yeah, didn't take me long to figure that out. Well, my name is Paul. I guess I ended up here because I'm looking for someone too. My partner was kidnapped. The circumstance is suspicious. Seems like he was connected to some weird religious group. I kept following all the leads I could. Became obsessed, I guess. Paper trails and a slew of missing persons reports brought me here. I had to hijack the police helicopter from my department just to get out of here. Wow, you flew here? So, you have a way to get out of here? Sure do. I suppose I can take you with me if you want. But I'm not leaving here until I find out what happened to my partner. Okay. Thank you so much. You know, I'm starting to think if we work together, we might have a chance to stop all this madness. And maybe you can help me find my daughter in the process. Sure thing. How old is your daughter? Tell me what she looks like. I don't know anymore, honestly. So much has happened. Hey, that's all right. We'll find her. I promise you. Here, take it. You saved my ass back there, and you look like you could use some firepower. Thanks. I wish I would have run into you earlier. You're a good shot. Well, I'm a good shot if I'm not placed up against those things. Glad I spent all that time on the department range. It comes in handy. You seem to be a quick learner yourself. Especially if you've stayed alive by yourself this whole time. That is impressive. Try and stay alive for me, would you, Alicia? I'll be seeing you. Wow, hat er uns jetzt eine neue Waffe gegeben? Das wäre ja richtig geil. November 1984, 5 Monate früher, irgendwo in Florida. Jesus. Oh. My head. There's nothing a little hair on the dog can't fix. Now where'd I put that damn whiskey? Okay, okay, okay. Er sucht seinen Whisky hier. Boah, Alter, der war richtig an dem Socken. Heieiei. Mann, 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 ey. Ich wollte schon immer mal einen besoffenen Avatar zocken, spielen. Ich sollte sicher dann sein, dass genauso Bescheid weiß. Ich sollte alle Beweise untersuchen. Oh, wo hast du denn da eine Beweise?
Okay, hier scheint nicht zu sein. Irgendwelche Sachen an der Tafel auch nicht. Ordner auch nicht. Das seine, hat er seine Sachen hier so hingeschmissen? Ah, okay. Ah, mein guter alter Revolver. Wenigstens du hältst noch zu mir. Sehr gut. Scheint auch nicht zu machen. Oder war es das schon? Ne. Alle Beweise sollte, will er untersuchen. Ah, hier kann man was prüfen. Alles klar. Die Auszeichnungen haben sich gelohnt. Sind einen Scheißdreck wert, sagt er. Oh. Voll am Fluchen. Ich habe vergessen, dass ich die Akten nur zu dem Mordfilm von 1960 bis 1980 hier in ein Spind eingeschlossen habe. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Ja, jetzt muss ich noch seinen Schlüssel suchen. Ach, das ist doch herrlich. Der den vielleicht hinter irgendeinem Bild versteckt oder so. Warte mal, was ist das denn hier? Ab und zu leuchtet das hier rot, ne? Seht ihr das? Hier blinkt ab und zu. Aber macht da nichts. Auch wir können uns im Spiegel sehen. And now, tonight's presentation of Radio's outstanding theater of thrills. Auch schön. Radio ausschalten. So, der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Sagt aber immer dasselbe. Ja, hier in dem Zimmer oder hier am hinter. Nein. Och nein, komm. This is where I turn off. Now, if I remember right, the bus stop is just around that next bend. That's right. Yeah, there's a shelter there, isn't there? Yes. Yeah. Here we are then. Sure you don't mind walking when it's this dark? Well, it's quite all right. I'm grateful to you for having brought me this far. Oh, it was a pleasure. Oh, was weiß ich, wo er seinen Schlüssel hat. Just a minute. Hast du die bisschen blöd von den Abfragen her? Der macht manchmal immer dasselbe. Er zeigt aber auch nichts mehr an, da irgendwie. Haben wir schon geprüft. Hey, that's bad. Maybe I'd better not leave you here on your own. I'm afraid you'll have to. You're in a hurry and I do want to catch the midnight bus. Ah, okay, macht auch die anderen Schubladen auf. The bus won't be long. Ist sein Whisky. Ach, jetzt läuft er wahrscheinlich gerade, ja? Out of sight. Well, now if you're sure. Thank you once again. That's quite all right. Good night then. Aber diese Abfrage hier ist aber teilweise echt ein bisschen schwierig. Jetzt macht er hier nichts mehr auf, okay. I watched his car turn off onto a side road and fade into the night. Oh, mal bei der anderen Schublade. Then I walked ahead, towards the bus stop. It was farther to the shelter than I thought. The car passed me, slowed and then stopped 100 yards or so ahead. I could hear a door slam as someone got out. Then the car turned around and came back. Yeah, might as well get these files out and take a look. Könnten diese Akten rausholen und mal reinschauen.
Ja. Then I saw the shelter. Das ist eine gute Idee. Like a cave in the dark mountain of trees behind. The light was out. Still the shelter was inviting. Meinst du die Akten hier? So I went in to wait for the bus. It was unbelievably dark. Hier passiert nichts. Like walking into a fold of black velvet. Der hat ja überall seine Akten irgendwie, ne? Der hat hier seine Akten und da Akten. I'm waiting for a friend. Oh, it's quite all right. I didn't mean to frighten you. It's all right. Hat er verschlossene Akten, hier hat er eine Tafel. Aber er reagiert hier auf nichts. Thank you, I know. You know? I've been here before. Oh, das... Waiting for a bus. Ah, gefunden, okay. You can find the bench, all right? Super. Will er jetzt abhauen? Soll sich ja... Oh. The other end. You must have extremely good eyes. Yes. Yes, I suppose so. You've become accustomed. Was braucht er denn noch, wenn er die Akten jetzt schon hat? Yes. Do you know about the eyes? They say that the way to see objects at night is to avoid looking directly at them. Ich kann aber auch kein Inventar oder so aufrufen. The human eye is made up of things called rods and cones, although I can never remember which is which. The rods or the cones, whichever it is, are in the middle. You use them for looking at things in an ordinary light. Hier findest du auch nichts. Oh, das ist echt... Also diese Abfrage in dem Spiel ist so teilweise echt nervig. Was für eine Nacht? So, was prüft er jetzt? Well, I've been saying, they all read ich wette, the same da draußen thing. Läuft im genau an diesem Moment irgendein krankes Arsch herum und ermordet seine ganze Familie. Ausschalten. Ja, jetzt haben wir die Schubladen durchsucht. Wir haben die Akten. Können wir jetzt abhauen, oder? Er sagte Männerbeweise. Aber hier gibt's keine mehr. Hallo? Wir haben doch schon alles. Ah, jetzt prüft er. Ach, jetzt heftet er die Akten an. Das ist ja. Ist ja Wahnsinn. So. Akten angeheftet, alles geprüft. Wir gehen. Tschüss. Oh, nee. Natürlich hat ihm das nicht gereicht. Du kannst die aber auch einzeln nicht anklicken. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Also das Spiel ist generell ist ja ganz geil, aber... Das finde ich ja gerade so ein bisschen nervig. Weil du weißt auch gar nicht, wo du genau gucken sollst. Er hat die Akten angeheftet, aber du kannst die Akten nicht lesen. Du kannst hier draufklicken, aber da passiert nichts. Du hast kein Inventar. Hier leuchtet es ja auch rot, da geht man davon aus, dass da irgendwas ist oder so. Kann, sehe ich auch nicht. Mann, Mann, Mann. Also das ist, das hätten sie sparen können. Wirklich. Es ist so intransparent, was hier läuft, weil auch die Kollisionsabfrage ja so blöd ist mit dem, du bist zum Beispiel hier und willst den Mantel untersuchen und dann kommt da oben, ja, wieder dasselbe quasi. Also du siehst dann immer die Urkunden. Dann kannst du das Radio 10-mal an- und ausmachen. Yes, I've read all about Einstein and the others in the digest. They're theorists, of
Nur hier erzählt er immer dasselbe. Hier geht er nicht ran. Warte mal. Ah, gefunden, okay. Ja, ey, diese Abfrage, ne? Das ist das, was ich auch meinte. Du stehst manchmal davor, willst irgendwas machen und es funktioniert einfach nicht. Also. Akten angeheftet, okay. Perhaps it isn't. When you wear shoes, you bang down on your heel too much all the time. This jars the brain. As a matter of fact, there's a lot to be said for not walking upright at all. Immer noch nicht. So there's that tree branch again. Was möchtest du denn noch von mir? Better to walk on all fours like animals do. So the internal organs hang freely. Gehen wir nach und nach mal irgendwelche Akten durch. Sagt er wieder gefunden oder nicht gefunden? Oh, komm, das machen wir mal aus. Auch hier habe ich schon 5-mal gestanden und irgendwas gedrückt und irgendwann hat er dann gesagt, oh, ich habe die Akten gefunden. Ach, jetzt hat er die auch gefunden. Den Schlüssel auch, dann nimm den doch gleich. Ist der Schlüssel? Nimm den Schlüssel. Natürlich macht er das nicht, weil er will erst die Akten anheften. Also... Nee. Das finde ich jetzt so ein bisschen schade, weil es ist so ein Sprung im Spiel. Hab dich. Super. So, tschüss. Wir haben einen Schlüssel. Wir hauen jetzt ab. Boah. Ständig dann irgendwie, oh, ich habe wieder, ach, gefunden. Gehst hier hinten hin, ach, gefunden. Also mehr Orte fallen mir hier auch nicht mehr ein, wo ich noch gucken soll. Hat er doch auch was gesagt von seinem Spind, ne? Dass er einen Spind hat und er hat einen Schlüssel und ja, aber wo ist jetzt sein Spind? Ist, ich laufe die ganze Zeit durch die Gegend und drücke einfach nur E. Und normalerweise findest du dann auch... Warte mal, hat er eben noch was gemacht? Prüft immer dasselbe hier. Du weißt nicht, was er von dir will. Das geht mir so auf den Zeiger hier. Wahrscheinlich stellen wir uns jetzt davor und dann zeigt er irgendwas an. Keine Ahnung, was er von mir will. Ich habe keine Ahnung.
schon überall mal 10-mal draufgeklickt. Einzige, wo noch Akten sein können, wo wir noch nicht... Wir könnten hier hinter noch mal gucken. Ach, okay. Naja. Akten erhalten. Akten an die Tafel. Und dann gehen wir wieder raus. Ist auch die Abfrage, du gehst ran, passiert nichts. Normales Heft. Ja, eben ist was passiert. Oh, wir haben's. Look at that. Alicia Wallace. Murders her own kid and husband. This world is full of crazies. Okay, der kannte ihre Tochter auch. Krass. So, können wir jetzt raus, oder? Haben jetzt alle Beweise? Ne, natürlich. Hatte ja alle Beweise, aber wir haben nicht alle Beweise, also. Vielleicht müssen wir noch anrufen. Och, ey, ich klick mich hier so durch und weiß teilweise gar nicht, was er von mir will. Also, das ist echt dämlich. Ab und zu in so einem glücklichen Moment sagt er dann mal, ach, hab ich gefunden. Ist jetzt, sagt er, hier wieder gefunden, obwohl wir das schon 10-mal geklickt haben. Unglaublich. Looks like all the signs are pointing at Fog Island. Guess I better go and check it out. So, dann check it mal out, weil jetzt haben wir alle Beweise. Ich denke, ich habe genug Aufzeichnungen über diese sogenannte Nebelinsel zusammengetragen. Ja. Oh, Freunde, ey. Das ist ein Part, den hätten sie echt sparen können. So. Nimmst du das Hebelstück? Auf jeden Fall. So, sie muss es versuchen zu umgehen. Sieht's aus. Oh, Gesundheit ist Danger, die ist rot. Oh, Freunde, was machen wir hier? Sammelt. Ich denke mal, das hier wird, müssen wir wahrscheinlich später machen. So, auf jeden Fall nochmal speichern. Ja, überschreiben auf jeden Fall.
Mechanismus finden. Ist, wo setzen wir diesen Hebel ein? Achso, schade, ich dachte, wir können hier durch die Lücke und da gibt es noch ein Secret für uns oder so. Sesam, öffne dich. Der Hebel fehlt, dann setz ihn doch ein. Manchmal, achso, ja, okay. Manchmal macht er das einfach nicht. Dann sagst du, ey, guck dir mal den Hebel an und dann funktioniert es nicht. Guckt euch mal meine Energie an. Ich habe keine Zeit. Die lassen mich jetzt endlich zufrieden. Boah, der kommt, der ist auch hartnäckig, der kommt auch der gelaufen. Mann, ey. Okay, da ist jetzt auch die Tür auf. Gehen wir erstmal rein. Das müsste sie ja eigentlich erkennen, dass dafür die Tür ist verschlossen. Da sind seltsame Abbildungen auf der Tür, genau. Und dafür sind die anderen Teile. Ich weiß nicht, warum sie die nicht einsetzt. Ich weiß es nicht. Seltsam, seltsam. Ja, wir gehen nochmal runter. Vielleicht muss sie sich das nochmal angucken oder so. Ja, wunderbar. So, dann gehen wir schön nach oben.
hoffe ja, dass das Vieh abgehauen ist und da nicht noch rumläuft. Warum sie das nicht macht, das verstehe ich nicht. So Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat auf jeden Fall erstmal gereicht. Sehr, sehr gespannt. Geht's hier auch noch runter? Von innen verschlossen. Okay. So muss das sein. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Macht's gut. Bis dahin.